Hey Leute, es wird Zeit fürs nächste Review. Dieses Mal für Folge 20, in der wir Lila auf ganzer Linie gewinnen sehen und sie ihrem Wunsch nach Rache gegenüber Gabrielle einen gewaltigen Schritt näher kommt. Es beginnt mit Lila, die ihrer Mutter am Telefon erzählt, sie würde sich derzeit in der Savanne befinden, wo sie dabei hilft, ein junges Nashorn zu retten. Kurz darauf taucht dann eine Frau auf, die offenbar auch ihre Mutter ist, und ihr wiederum erzählt Lila, sie hätte gerade mit ihrem Agenten über einen bevorstehenden Film in Mexiko gesprochen. Ah ja. Anschließend spazierte Lila durch die Stadt und genießt es, dass so viele Menschen mit der digitalisierten Version von ihr selbst sprechen. Sie scheint es außerdem auszunutzen, um sich ohne zu bezahlen durch den öffentlichen Verkehr befördern zu lassen. Beim Malen schmeichelt sie dann Marinettes Mutter und erzählt ihr, wie bedauerlich es doch sei, dass Marinette nicht an Sabines Unterricht teilnimmt. Dann aber erhalten plötzlich alle auf ihren Alliance-Ring ein Update, welches Lila mit Kagami ersetzt. Also, ja, Lila ist dementsprechend natürlich nicht gerade froh über diese Wandlung. Aber natürlich hat sie auch dafür eine Lüge parat. Und zwar behauptet sie, dass sie all die Berühmtheit satt hätte und sich ganz und gar ihren Freunden widmen möchte und dass Sabine wie eine Mutter für sie sei. Aus diesem Grund hätte sie freiwillig aufgehört, das weibliche Gesicht von Alliance darzustellen. Anschließend läuft sie zu Gabrielle, um sich zu beschweren, er aber kümmert sich natürlich nicht weiter darum und sagt, sie könne jetzt in Ruhe damit fortfahren, ein Niemand zu sein. Trotz ihrer Wut wird Lila in diesem Moment aber natürlich nicht akklimatisiert, weil Gabrielle nicht riskieren will, dass sie sich gegen ihn richtet. In der Schule findet die Klassenlehrerin dann endlich mal heraus, dass Sabrina jahrelang die ganze Arbeit für Chloe gemacht hat. Lila aber stellt es so dar, als habe Marinette ihre Pflichten als Schulsprecherin vernachlässigt, wo es doch ihre Aufgabe gewesen wäre, mit Chloe über ihre schulischen Probleme zu sprechen, und bietet sich selbst an, Marinette als Schulsprecherin zu ersetzen. Und während Lila der Klasse erklärt, dass man anderen die Hand reichen sollte, um zu versuchen, sie zu ändern, wenn es nötig ist, sagt Marinette anschließend der Klasse, dass es keinen Zweck hätte, Chloe die Hand zu reichen und man es besser gleich ganz sein lassen sollte, wo es doch auch in der Vergangenheit nichts gebracht hat. Auch wenn nichts von dem, was Lila sagte, ehrlich gemeint war, klingt ihre Rede natürlich deutlich besser als das, was Marinette von sich gab. Lila setzte vor allem noch eins drauf, indem sie offenbarte, von Gabrielle als der weibliche Avatar von den Alliance-Ringen gefeuert worden zu sein und sie es als ihre neue Aufgabe sehen würde, nun ihren Klassenkameraden zu helfen, insbesondere Chloe, wo sie es doch so dringend nötig hätte. Jetzt aber sei sie zutiefst traurig, weil Marinette ihre Bemühungen als dumm darstelle. Mit einem falschen Weinen rennt sie aus der Klasse und überzeugt Monarch davon, sie zu akklimatisieren, was er auch tut, denn nun denkt er, vor ihrer Wut in Sicherheit zu sein. Was für ein Dösbaddel. Aber gut, man muss ja wirklich zugeben, dass Lila eine überzeugende Lügnerin ist. Er verleiht ihr die Kraft, dass all ihre Lügen von ihren Opfern als wahr empfunden werden, egal wie absurd sie auch sein mögen. Zum Beispiel lässt sie alle Leute mit einem Alliance-Ring jetzt glauben, dass Marinette in Wahrheit Monarch sei. Klar, die beiden sehen sich ja auch ziemlich ähnlich, da kann man sie schon mal miteinander verwechseln. Tatsächlich ist diese Situation aber nun gar nicht mal so ungefährlich, weil auch Alia denkt, dass Marinette ein Schurke ist. Glücklicherweise aber schafft es Ladybug, ihr den Ring abzunehmen und gibt Alia anschließend ihr Miraculous, um eine Falle für Lila vorzubereiten. Diese wiederum verbreitet indessen die Lüge, dass Gabrielle in Wahrheit ein Alien sei und die Bürger von Paris seine Geheimnisse per Handy aufdecken und weiter an Lila senden sollen. Daraufhin macht Nathalie Fotos von einer Imbissbude und ich schätze mal, man kann hier vorsichtig die Vermutung aufstellen, dass Gabrielle als junger Mann dort arbeitete, bevor er zu Geld kam und ein Modedesigner wurde. Auch wird uns ein Foto von ihm, Emily, sowie den Eltern von Chloe gezeigt und eines zusammen mit Emily und Nathalie bei einer Ausgrabung. Anschließend sendet Nathalie vermutlich den Vertrag von Gabrielle mit Kagamis Mutter an Lila weiter, sowie das Buch über die Miraculous. Also, ja, Lila hat jetzt extrem viel gegen Gabrielle in der Hand. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, macht Nathalie sogar noch in seinem Geheimversteck ein Foto von Emily. Ja, also ich würde mal sagen, dass Lila hier absolut als Gewinnerin hervorgeht.
Marinette taucht auf und möchte mit Lila reden. Lila, die ja nun alles hat, was sie wollte, spielt natürlich sofort mit, tut so, als wäre sie einsichtig geworden und löst die Verbindung zu Monarch aus eigener Kraft. Am Ende der Folge werden Lila und Chloe zu den Klassensprecherinnen gewählt und Lila, die über das Handy sämtliche Infos über Gabrielle erhalten hat, freut sich natürlich schon auf ihre Rache. Tja, ich würde mal behaupten, wir können von Glück reden, dass Lila und Felix nicht zusammenarbeiten und sich Felix stattdessen endlich auf Ladybugs Seite befindet. Mit deren Plänen wären sie zusammen wohl unschlagbar. Na, man darf gespannt sein, wie es mit Lila weitergeht. Auf alle Fälle ist sie ein ernstzunehmender Gegner. Doch wie findet ihr diese Folge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einen riesen Dank an alle, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und durch ein Abo unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich meinen Kanalmitgliedern, die mich direkt mit Spenden unterstützen. Voran mein Superheld Gamerlife, mein Stern Mokwe04, meine legendären Mitglieder LSR, Dunkelkrieger, Razy Faye, Cedric, Gimmi, Map und verschiedene Fotos. Und natürlich einen riesen Dank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.